Ja, und damit ein Hallöchen, herzlich willkommen hier bei Train Sim World, Leute. Es geht weiter. Die letzten 20 Kilometer stehen an. Und ich bin gespannt, ob wir wieder so einen Geisterzug bekommen. Ups, mal gegen das Mikrofon gekloppt. Das tut mir leid. Ja, mich interessiert eigentlich mal, was haltet ihr so von diesem Spiel von Train Sim World? Und ja, würde mich halt freuen, wenn ihr es mir in die Kommentare schreibt. Mal, dadurch, dass ich ja halt kein Zugexperte bin, mal vielleicht ein paar Verbesserungen in die Kommentare schreibt. So, was kann ich besser machen? Und ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Alter Schwede, ey. Da drückt aber ganz schön das Heck. Ich glaube, das ist das Gemütlichste am Flughafen. Einfach mal zurückgehen und rollen lassen. Das ist aber ein kurzes Abstellgleis hier. Das ist noch nicht fertig. Das wird noch ausgebaut. Ja. Ausschaut kommt uns auch gerade kein Zug entgegen, das ist auch schade. Aber da kann man nichts machen. Hier wegen der Strecke unterwegs ist, da kann man das garantiert von Steuer einstreifen, oder? Ich werde schon müde.
mal die Bremse ein Stückchen weiter lösen. Bemerkbar machen an diesem Bahnübergang. Mal die 5 eine Kurve, wie das aussieht. Okay, einschlafen ist nicht. Einschlafen wäre jetzt auch gerade schlecht. Er ist schon im Spiel mit der gute Bremse. Ja, schrecklich für die Geräusche, die ich mache, wenn man langweilig ist. Das tut mir leid. Langweilig ist mir eigentlich nicht eigentlich mehr später Spaß. Und ich gucke mir das auch gerne an. Und ich kann die dann gerne mit dem Rennen bekommen. Aber irgendwie ist das halt. Die Strecke ist ziemlich lang. Ich dachte mal, wenn man mehr als 20 Kilometer.
das Signal. Ja. Oh, ich glaube, ich muss mal hier lösen. Wir werden zu landen. Mal komplett ausgemacht. Ab in den Tunnel. Also ich hätte ja gerne mal so eine Hochgeschwindigkeit. Einfach nur schön pfiffig geradeaus geht und man richtig schön knallgas gibt. Ne, richtig schön knallgas. Kilometer bis zum gelben Signal.
Ja, liebe Leute, die letzten 600 Meter lasse ich euch dann wieder mit den Bilderchen hier alleine. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like oder ein Kommentar da oben wissen. Das würde ich ziemlich empfehlen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Mal.